Hallo zu einem neuen Depot-Update. Ja, heute lief es eher so semi im Depot, minus 71,97 Euro oder 0,86% am heutigen Tag. Wenn wir uns die Tagesverläufe hier mal in absolut ansehen, dann sehen wir, dass eigentlich relativ viele Minus ist. Ein paar Aktien auch im positiven Bereich, aber hauptsächlich eben, ja, hauptsächlich eher rot. Bevor wir uns das aber angucken, hier einmal die beliebtesten Aktien heute bei Trade Republic. Zunächst Amazon 0,21%, 6 Euro. Apple 0,03% im Minus. Ja, plus minus 0 kann man sagen. Apple ja die letzte Woche ein klein bisschen gestiegen, im Monat aber doch noch gut im Minus mit 6,42%. Tesla habe ich ja selbst im Depot. Microsoft 0,18%, auch nicht wirklich was passiert. Und Alphabet auch ein kleines Plus. Diese Aktien außer Microsoft habe ich alle in meinem Zweitdepot. Ansonsten hier, wie sieht es bei Krypto aus? Bitcoin heute gegen 10.30 Uhr bei 47.000 Euro gewesen, fast 48.000 Euro, 3,96% nach oben gegangen. Ethereum ist auch am Steigen, Litecoin sieht ähnlich aus. Die letzten Wochen ist es ja hier relativ gut angestiegen, aber auf Monatsansicht dann doch ein kleines Plus eher. Bei Bitcoin beispielsweise 19%, das macht natürlich schon einiges aus. Und ja, was haben wir hier sonst noch für beliebteste Aktien? PayPal ins Minus gerutscht. Die Allianz habe ich selbst im Depot. Realty Income, auch sehr spannend, waren heute fast bei 59 Euro wieder, aber dann doch nicht. Ja, auf die Woche betrachtet, aber 3,1% ist, denke ich mal, relativ gut. Haben zwar noch nicht das Monatshoch erreicht von 60,60 Euro, hier aber auf jeden Fall ja nah dran. Auf Jahresansicht betrachtet, ja, wir sehen hier am 13. bzw. 16.8. war es auf jeden Fall am höchsten, der Höchstwert. Wie gesagt, ich hatte Realty Income ja letztes Jahr im Dezember irgendwann und habe sie dann verkauft, aber auf jeden Fall sehr gut, ein monatlicher Dividendenzahler. Und ja, da gibt es ja auch so einige. Also ja. Dann gucken wir uns mal meine Aktien an. Und zunächst einmal BioNTech hier an erster Stelle, 0,75% ins Plus gegangen, 1,60 Euro in der Woche, ein kleines Minus und im Monat natürlich deutlich gesunken, unter die 300 Euro gekommen und ja, gerade bei 25,67% im Minus, was natürlich erheblich viel ist, und gerade bei 13 Aktien macht das schon eine Menge aus, 28% oder 1086 Euro. Buy-in hier bei 298. Also ist noch deutlich davon entfernt. Mal gucken, wenn man jetzt nachkaufen würde. Ja, zu diesem Preis wäre man wahrscheinlich, oder wäre der durchschnittliche Buy-in wahrscheinlich auch so bei 260 rum. Das wäre natürlich auch noch nicht so optimal, aber ja. Könnte sein, dass ich hier auf jeden Fall nochmal nachkaufen werde. Dann Okta. Okta ein kleines Minus heute gemacht, unter die 200 Euro wiedergekommen. Die Woche sah ja so auch nicht so gut aus und im Monat sind sie auch mit 10% im Minus, 22,20 Euro. Ja, und insgesamt hier 8,79%, was 76,60 Euro entspricht. Tesla ein kleines Minus, 1%, macht jetzt nicht so viel aus. Hier immer noch 168 Euro im Plus. Lockheed Martin steigt gut an, 0,62% plus, 3,89% hier insgesamt im Plus. Habe ich ja vor kurzem erst zwei Aktien von gekauft. Dann Beko Group, 4,82% ins Minus gegangen. Und die Woche über auch ein Minus von 7,44%. Ja, der Monat 18,89.
Nichtsdestotrotz immer noch hier im Plus, zwar nicht mehr so deutlich wie sonst das mal war, aber 91,60 Euro trotzdem top. Und wie gesagt, ich möchte Biko Group, ehemals Selling, ja auch langfristig halten. Die Allianz, ein kleines Plus insgesamt von 11 Euro. Heute, ja, plus minus null, nicht wirklich was passiert hier. Dann Fate Therapeutics, auch den ganzen Tag im Minus gewesen. Jetzt mittlerweile bin ich hier über 10 Euro unter meinem Buy-in von 57,96 Euro, 18% hier insgesamt im Minus. British American Tobacco, nicht viel passiert, 23 Euro im Minus. Carnival Corporation, 1,27% im Minus. Dann Fiverr, auch ein Minus und insgesamt hier 13%. Nel Azar, ja, auch im Minus, war auch hier ja mal ganz gut im Plus, hat sich jetzt auch schnell wieder geändert. Walt Disney bin ich auch ein kleines bisschen nur noch im Minus. Walt Disney können wir uns auch mal die Woche anschauen, 0,77% plus, im Monat aber auch noch im Minus. Dann Redfin war hier zeitweise bei 43,31 Euro, bei 1,38% im Plus. Ja, heute ein kleines Minus gemacht. Somit ergibt sich momentan ein Minus insgesamt bei mir von 3,72%. Dann Facebook bin ich 5% mit im Plus, mit nicht mal einer Aktie. Visa steigt auch und insgesamt auch hier 6 Euro im Plus. Zalando, ja, Zalando, die Woche über ging es, plus minus null, aber der Monat natürlich mit fast 20% im Minus reißt natürlich extrem runter. Hier bin ich 14% im Minus. Novo Nordisk, ja, der Monat auch hier nicht wirklich was passiert. Die Woche über sind sie ganz gut gestiegen, 7,21% im Plus. BlackRock 0,3% und insgesamt hier 17 Cent im Plus, macht ja nicht wirklich viel aus. Und Adobe bin ich 42 Cent im Plus oder 2,11% im Plus. Ja, bespare ich ja jetzt monatlich auch. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, meinen Sparplan oder die Sparpläne, was ich hier so habe. Walt Disney 20 Euro, Visa 15, Facebook 20, Zalando 15, Novo Nordisk 20, BlackRock 25 und Adobe 20. Ja, habe ich jetzt ein bisschen aufgestockt mit zwei Aktien, mit BlackRock und Adobe. Die sind jetzt neu dabei. Und ansonsten alles eigentlich gleich geblieben. Ja, insgesamt 0,9% bei mir heute minus, 75,27 Euro. Ist natürlich ärgerlich, aber ja, die Woche über gab es so einige Hochs und Tiefs. Nichtsdestotrotz war ich nie im Plus. Also zeitweise immer mal nah dran gewesen, wie hier, nur 25 Euro minus, aber letztlich ja, das Plus nicht erreicht. Lag natürlich auch vor allen Dingen an BioNTech. Aber mal gucken, wie es, wie gesagt, so weitergeht. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das würde mich auch mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.